So, hallo, wir machen weiter. Bei Tears of the Kingdom, Legend of Zelda. Letztes Mal ist Eskalation. Also es ist ja so viel passiert und ich konnte nicht aufhören aufzunehmen. Ja, ich hoffe, ihr konntet es euch trotzdem irgendwie angucken. Wir haben, ich kann es gar nicht alles zusammenfassen. Wir haben jetzt hier die letzte Fähigkeit, die Bautomatik bekommen. Damit können wir offenbar, wenn wir mal etwas zusammengebaut haben, das speichern. Und wenn wir Baupläne finden, scheinbar oder sowas ähnliches, dann gibt es da auch, ja, hier Bauplan, Steinplatte, ne? Dann gibt es da auch mehrere so Möglichkeiten. Ich bin brutal gespannt, was hier alles noch jetzt. Es wird immer mehr. Es wird einfach immer mehr. Ja, Let's Play ist blind. Sollte man merken. Es ist ungeschnitten, auch das sollte man mittlerweile gemerkt haben. Und ja, wir machen einfach weiter. So, warum werde ich jetzt hier eigentlich nicht geheilt? Oder wurde ich geheilt und habe schon wieder Energie verloren? Ich habe keine Ahnung. Ne, ich bin hierher geflogen und ich wurde nicht geheilt. Na gut. Boah. Also es ist echt wild. Das ist jetzt irgendwo hier. So, hier sind diese Kreuze mit den Schätzen. Ich war, boah, ich wollte ja eigentlich, wollte ich mich ja auf dem Plateau umgucken, ne? So, das war ja eigentlich mein ursprüngliches Ziel. Und dann haben wir jetzt diese Mine hier gefunden. Ich habe noch nicht mal ansatzweise mir die Mine vollständig angeguckt. Das ist mir bewusst. Ich habe da jetzt so viel einfach ganz schnell. Und da, dieses. Das Ding habe ich überhaupt nicht kapiert. Da ist zwar so eine Statue, aber der sagt, ja, hier Wasser, unter Wasser, gefangen, bla, Torbogen. What? Okay, passt auf. Wir gehen jetzt. Ich bin halt sicher, dass bei dieser Mine, dass hier noch mehr Stuff ist zum Finden. Aber wir gehen jetzt erstmal wieder nach oben. Ich will auf dem vergessenen Plateau mich umgucken. Das war, was ich ursprünglich wollte. Und das machen wir jetzt auch. Ich glaube, das war der Schrein, der mich dahin, ne? Und hier habe ich jetzt halt noch keine Schreine. Also, oh, das wird alles, oh, das wird alles ganz furchtbar. Das ist so riesig. Es ist so riesig. Ah, Hilfe. Okay. Wir schauen mal, was uns so erwartet. Wir schauen mal, was uns so erwartet. Ich will auf jeden Fall zur Kathedrale. Und vor allem die Frage ist jetzt, gibt es bei den anderen Schreinen hier, wo auch diese Miasma-Löcher aufgetaucht sind, gibt es da jetzt auch nochmal neue, wisst ihr, wie ich meine? Neuen Stuff. So, das, oh, Bruder. So, ich brauche ganz viele Waffen immer für diesen Steinkram. Jetzt bekomme ich erstmal. Okay, wenn ich einen Stein wieder finde, dann wechsle ich die Waffe einfach. Nee. Das ist jetzt ganz schlecht. Ja, tschüss. Da oben wäre ich vielleicht safe. Oder? Alter, ich hasse dieses Ding. Und vor allem, wir wissen ja, was passiert, wenn man es besiegt. Nichts Gutes. Oh, hier ist nochmal ein Stein.
Okay. So, pass auf. Nein. Yes. So. Also es ist ganz wild. Ich meine, wir hätten mittlerweile wahrscheinlich Waffen, mit denen wir dieses Phantom-Gallon-Ding sogar irgendwie ein bisschen ärgern könnten. Aber mit der Energie, die ich gerade habe. Ist das jetzt auch nicht so ganz mein Wunsch gewesen, mich hier mit dem anzulegen? Heieiei. Wenn wir übrigens noch Eier finden würden, wäre das auch ganz cool. Deswegen klettere ich jetzt mal so ein bisschen auch auf Bäume hoch, auf große. Schade. Da will ich hoch. Dum, dum, dum. Das sollte jetzt aber reichen, ja. Das sollte locker reichen. Guck mal, hier über dem Plateau ist auch Stuff. Oder war das das, wo wir... Das könnte auch das sein, wo wir gewesen sind. Ja, doch, das könnte das sein, wo wir gewesen sind. Das ist gut möglich. Diese Welt ist so riesig. Und die Welt ist dreimal so groß. Es ist... Oh. Hier ist nichts. Ja, danke. Da ist so ein Kollege. Kann ich ihn fotografieren? Yo, ich kann Faro einfach mal fotografieren. Zack, ab dafür. Sehr schön. Alles, was wir fotografieren können, nehmen wir mit. Mann, oh, ich hasse das. Nein, wieder nicht. Jetzt aber. Nice. So. Oh, hier ist auch, okay, hier ist auch eine Fee. Aber ist die Fee jetzt, also die ist doch dann theoretisch schon aktiv. Könnte ich da schon hin? Die markiere ich mir mal, warte mal, die markiere ich mir mal. Nee, so. So markieren wir die. Zack. Das ist, ja, das ist im Bereich, wo ich schon aufgedeckt habe. Okay. Die lassen wir mal markiert. Da kümmern wir uns noch drum. So, hier war irgendwo im Original, war hier na, sag schnell. Ein relativ großer Platz mit einem Ivarok. Keine Ahnung, ob der hier wieder ist. Glaube, der war da unten, ne? Oh, shit. Ja, und zwar in der Form ist er hier. Okay, nein, danke. Ich verzichte. Ich verzichte dankend. Eieiei. Keine Lust auf Kämpfe jetzt. Da ist nichts weiter Wichtiges. So, aber wir nähern uns jetzt sehr dem Anfang von Breath of the Wild. Na, da oben waren wir. Da oben haben wir gestartet. Und da gehen wir jetzt auch hin. Bin sicher, da ist mindestens ein Krog drin in dem Ding. Mindestens.
Ach so, ich könnte die Leuchthose mal wieder ausziehen. Und stattdessen diese Beinkleidung hier. So, wir sind gleich oben. Wir sind gleich oben auf den Spuren der Vergangenheit. So. Erstmal schöne Hyrule-Pilze. Wunderbar. Huiuiui, hi. Und hier hat alles begonnen. Schrein des Lebens. Wird sogar als Höhle markiert, das heißt, hier muss es ein Signum geben. Jawollo. Sehr gut. Pfeile wieder ganz, ganz wichtig hier. Okay. So. Aber unser... Oh, ist das jetzt heilend? Ah, nice. Eine Heilquelle. Oh, das ist gerade sehr gut. Und sehr wichtig. Wunderbar. Sehr schön. Okay. So. Falsch. Okay. Ist hier sonst irgendwas Spannendes? Scheint nicht der Fall zu sein. Okay. So. Okay. Dann wollen wir mal wieder gehen und uns zur Kathedrale begeben. Haben wir Rüstgar schon mal fotografiert? Natürlich nicht. Let's go. So. Oh, ist da eine Sternschnuppe gelandet? Ach Mann, jetzt müsste ich wieder. Nee, komm. Ich renne jetzt nicht zum Sternsplitter. Ich lasse mich jetzt nicht ablenken. Ich will jetzt zur Kathedrale. Ich will jetzt zur Kathedrale. Komme, was wolle. So, da können wir nochmal jetzt schön synthetisieren. Und da war irgendwas... Ja, war da nicht gerade ein Fragezeichen-Symbol?
okay. War vielleicht ein Insekt, was weggeflogen ist. Bräuchte mehr Teleportpunkte hierhin. Also, dass hier keine Schreine sind, macht das Ganze echt ungünstig, weil sonst waren ja auf dem Plateau so viele Schreine, ne, wo man hin konnte. Und das haben wir jetzt hier alles nicht. Wenn ich jetzt, hoppala, wenn ich jetzt ganz schnell theoretisch wieder, wenn ich jetzt ganz schnell theoretisch einfach wieder dorthin möchte, wo wir waren, dann ist das halt brutal ungünstig. Und es gibt ja hier auch keinen Turm. Also, der Turm ist ja auch weg. Ha. Der Krogring ist auch weg, aber hier könnte ein Krog sein. Jawohl. So. Okay, ich werde 3 Millionen Sachen verpassen, ich weiß es jetzt schon. Ich kletter mal da drüben hoch. So. Sind bei der Kathedrale. Es ist da so ein Viech rumgeschweht. Ah, warte mal, Torbogen. Vielleicht kriege ich hier einen Hinweis auf das, was die Statue von mir wollte im Untergrund. Okay, die Götterstatue scheint noch da zu sein. Dann könnten wir eigentlich gleich mal. Dann könnten wir eigentlich gleich mal hier uns einen neuen Herzcontainer holen. Weil wir haben wieder genug Platz dafür. Ja, ist sogar ein bisschen größer geworden. Mit ein bisschen mehr Stuff, okay. Hallo. Die ist viel größer. Vergessenes Plateau, Schlosstor, gefangen auf dem... Hä? Wait, what? Das ist der gleiche Quatsch wie bei der anderen Stadt. Och nee, ich muss erst irgendwas machen, dass die hier funktionieren, oder was? Schlosstor gefangen auf dem Grunde des Wassers. Oh mein Gott, es wird... Okay, es wird kritisch. Jetzt wird's kritisch. Oh je. Vergessenes Plateau, Schlosstor, gefangen auf dem Grund. Boah. Hier war mal eine Truhe. Die Betonung liegt auf war. Okay, ich kann da hoch. Bringt mir das was? Nö. Gehen wir weiter hoch. Gehen wir noch eins höher. Nee, jetzt regnet es gerade. Jetzt kann ich nicht klettern. Aber ich muss hier theoretisch auch nicht so viel klettern. So, hier haben wir damals das Parasegel bekommen von König Rohan. Da ist zumindest eine Truhe. Na, immerhin.
robuster Stoff mit einem Design, das Nostalgie aufkommen lässt. Er scheint gut zur Anfertigung eines Parasegels gewesen zu sein. Ja, okay. Wofür wir auch immer Stoff brauchen. Vielleicht für irgendwas, was dann in Hateno... Oh! Da ist eine Geoglyphe. Okay, auf dem Plateau ist eine Geoglyphe. Da ist das andere Loch. Hier war mal der Turm irgendwo. Jetzt regnet es. Jetzt komme ich da nicht hoch. Da ist doch safe ein Krog da oben. Ich habe jetzt keine Chance, ne? Ach, das ist doch kacke. Ich habe jetzt keine Chance, da hochzuklettern. Ja gut, falls da ein Krog ist, muss er leider warten. Okay, ich gehe jetzt mal zu diesem Tor hier, aber ich weiß nicht, ob der... Schlosstor hat's geheißen. Was für ein Schlosstor? Komm, wir gehen mal zu dem Tor dahin. Vielleicht bringt mir das irgendwas. Vielleicht heißt es ja Schlosstor. Hier steht zumindest schon mal jemand. Oh. Drehen Sie näher und kaufen Sie. Bewundern Sie diese Prachtexemplare von Bananen. Jäger. Nein. Oh. Nein. Ja, Jäger. Okay, nein, ich drücke mal die falschen Tasten. Ich hasse es. So, womit kämpfen wir? Ich denke, das wird schon passen. So, tschüss. Haben wir schon? Oh, jetzt wird's kalt. Ja, alles klar. Ich ziehe mich gerade um, Link. So. Okay. So. Okay, aber dass wir jetzt gerade hier zufällig den Jäger treffen, an diesem Tor, lässt mich ja doch schon wieder vermuten, dass ich hier richtig bin. Aber kann ich hier irgendwas tun jetzt? Irgendwie ja nicht, ne? Irgendwie ja nicht. Gefangen im Wasser. Gefangen im Wasser. Soll ich hier irgendwas suchen? Das ist halt so kryptisch, ich kann damit nichts anfangen. Okay, pass auf, wir probieren mal was. Und wir nehmen schon wieder 23 Minuten auf. Ohne großen Fortschritt. So, stopp. Hier ist ein Krog. Hier ist ein Krog. Wie komme ich an den ran? Na, so gar nicht. Ich meine, ich könnte wahrscheinlich... Warte mal. Ich kann ja mal einen auf Risiko machen jetzt. Ah, hat gut funktioniert. Ah, hat richtig gut funktioniert. Insane gut hat das funktioniert. Scheiße. Ich meine, da vorne war so eine Holzplatte, aber...
Will ich die jetzt bis hierher wieder tragen? Na gut, muss wohl. Ich komme so wohl nicht ran. Ich komme so nicht ran. Hilft nix. Auf die auf die Dinger kann ich auch nicht drauf. Auf die Stelzen. Hallo? So, hilf mir mal wieder zurück. Danke. Oder reicht der Stein? Oder haut der ab? Okay, der haut ab. Ah, okay, da ist eine Platte. Oh. Machst du das? Und sparst mir meine Pfeile, danke. Hier sind ein paar Platten. Okay, hier ist die Platte, die ich... Ach, guck mal, hier ist auch wieder ein Kollege. Wo willst du denn hin? Ja, wo willst du hin? Alles klar. Okay, machen wir gleich. Erstmal dich. Erstmal dich. Und dann noch den daran. So, länger wird's nochmal. Aber das sollte doch jetzt funktionieren. Ja, was tue ich? Was tue ich? So, kann ich jetzt mal dazwischen lagern? Sieht gut aus. Dann wieder da hoch. Hopp, Holz. So. Und zack. Und der Krog gehört uns. Schwere Geburt. So. Okay. Ja gut, dann... kann es wieder zurück ans Ufer. Und ich auch. So, komm jetzt mal mit. Nein, keine Zeit. Keine Zeit für euch. So. Wir sind gleich da.
Dumm-di-dumm-di-dumm. Aber es gibt immerhin zwei Crocs dafür, insofern. Also zwei Crocs-Armen. Insofern ist das schon okay. Es kostet halt nur Zeit. Das ist immer das Problem. Und das wäre jetzt natürlich in einem Let's Play, in dem man schneiden würde, na, wenn man die Zeit dafür hätte. Wäre das jetzt natürlich verständlicherweise ein bisschen komfortabler, wenn man sagt, okay, ihr wisst, dass ich bis dahin laufe, es passiert auf dem Weg nichts Schlimmes mehr. So, ne, dann hat man das halt einfach. Aber, ja. Ihr könnt ja vorspulen. Also, das kann man ja trotzdem jederzeit. So. Okay. So, jetzt ist der Kollege hier wieder am Start. Ach man, das ist so ein nerviges Ding, weil man nicht rankommt. Das ist so ein nerviges Ding, weil man nicht rankommt, ne? Ja, und jetzt macht er wieder Scheiße erstmal. Jetzt. Und tschüss. Ja, jetzt haut alles ab. Nein, das Auge. Okay. Ah, ich hab's noch bekommen sogar. So. Okay. Ist jetzt nicht die krasse Erleuchtung. Schade. Ist jetzt nicht die krasse Erleuchtung gewesen, aber hey. So, hier waren im Original, glaube ich, auch ein paar Truhen versteckt. Wenn da zumindest noch eine davon übrig ist, wäre das schon ganz cool. Oh. 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 Hier ist nicht nur eine Truhe versteckt. Hier ist eine komplette Höhle. Okay. Mit einem Raubschleim. Aber immerhin ein ganz normaler. Und einen... Yo, alles klar. Hier habe ich meinen Teleport, den ich wollte. Ist doch was. Hier habe ich meinen Teleport, den ich wollte. Sehr, sehr gut. Der ist sehr praktisch. Der ist sehr schön gesetzt tatsächlich, ja. So, was hast du für mich? Ja. Dann tausche ich den halt wieder aus hier. So. Haben wir den Reiseschild schon mal fotografiert, bestimmt. Ja. Okay, ein Schrein. Let's go. Dann machen wir den Schrein gleich noch und dann hören wir mit dem Part auf. Und dann haben wir uns ein bisschen auf dem Plateau umgeguckt. Aber ich bin jetzt noch nicht schlauer, wie ich die Statuen hier zur Dings bekomme. Also. Ah, dich habe ich noch übersehen. Das erschließt sich mir halt noch gar nicht. Das erschließt sich mir halt wirklich noch überhaupt nicht, wie ich die Statuen zum Dings bekomme. Aber gut. Wir werden sehen, ne? So, was haben wir jetzt hier Hübsches? Hoffentlich ein Schrein, der schnell geht, sonst habe ich wieder ein Problem.
Und ich will kein Problem haben. Feuer und Wasser, okay. Und Elektro scheinbar auch. Kann ich die ausschalten? Ah! Ich kann die elektrisierenden Kugeln rausziehen zumindest. Okay. Ist der Stein leitend? Nee, den Stein interessiert es nicht. Okay. Jetzt könnte man ins Wasser, okay. Na. Oha. Oha. So. Der Eisblock muss noch richtig schmelzen, bevor ein neuer kommt. Hat gut funktioniert. Jawohl. Das ist jetzt nicht so gut. Okay. Sehr schön. So. Kann ich an dem klettern? Ja, perfekt. Dann ist das nämlich mein Way zu der Truhe hier. Mit ich tausche halt die ganze Zeit. Mein Gott, es ist einfach hin und her mit den Schildern. So. So, jetzt ist hier. Habe ich damit eigentlich schon alle Truhen? Ja, okay, also geht es nur noch ums Ziel. Das ist da oben. Gut. Got it. Wofür ist dann der Weg? Aber wofür brauche ich das alles? Ich meine, ich nehme mal an, den kann ich da draufstellen. Okay, der findet das jetzt nicht so cool. Ah, ne, den kann ich hier reinstellen. Den doch auch, richtig? Ja, sehr gut. So. Dann ziehen wir hier mal die Kugel raus. Ich wüsste nicht, warum das hier elektrisch bleiben sollte. Da haben wir kein Interesse dran. Dann gucken wir mal hier rüber. Wozu wir hier sind? Warum ist hier jetzt Wasser? Hier kommt eine Holzkiste. Aber wenn, sobald die brennt, ist vorbei. Ja, okay. Also muss ich die auch einmal retten. Aber jetzt kommt keine, weil kein Platz ist für die Kiste, oder was?
Ja, toll. Also entweder ich stelle da was hin, dann geht's nicht runter. Und dann ist es aber geschützt. So, hä? Aber wofür will ich überhaupt eine Holzkiste? Also ich verstehe jetzt den Gedankengang nicht, warum ich eine Holzkiste wollen würde. Ah, warte, ich habe eine Idee. Ich weiß, wofür das Wasser da ist. Verstanden. Das ist jetzt nicht so gut. Das war jetzt nicht, was ich wollte, aber sah auch interessant aus. So. Aber ja, wahrscheinlich brauche ich am Ende einfach mehrere Kisten, um da hochzukommen. Das kann gut sein. Okay, also. Wir brauchen eine Kiste, die das Feuer hier oben blockiert. So, das ist schon mal Fakt. Was ist da drin? Und warum? Und ein Schalter oder was? Okay. Egal. Dann könnte ja der Eisblock theoretisch ins Wasser. Das ist, denke ich, für Eis die beste Möglichkeit. Jetzt könnte ich hiermit erstmal hochklettern. Hat gut funktioniert. Ach, an dem kann ich nicht klettern. Ich kann nur an Eis klettern. Ah, okay. Also, dann kommt Holz ins Wasser. Ach, komm. Really jetzt? Ha. Das waren 3 mm aus der Höhe, aus der ich das... Mann. Das waren vielleicht 3 mm Höhe, aus der das gefallen ist. Oh. Also ab jetzt nur noch genau auf den Boden absetzen. Ah. So, komm. Du gehst gleich mal ins Wasser. Bevor hier noch irgendein Quatsch passiert, gehst du ins Wasser. So, genau, weil der schwebt nämlich dann. Der macht, damit komme ich höher. Das ist natürlich auch. Ja, so langsam wird ein Schuh draus. So, du blockierst immer noch das Feuer. So. Gehst hier einmal hoch gerade. Aber das ist jetzt ja nicht hoch genug, oder? Komm ich mit dem Eis da hoch? Ah, doch, das reicht.
Oh. Reicht das jetzt so? Wahrscheinlich nicht, ne? Wow, nicht schlagen. Hör auf mit dem Quatsch. Nee, es reicht nicht. Okay. Ich habe Angst, dass mir mein Holz gleich wieder kaputt geht. Auf dann anders. Ich mach doch bestimmt wieder alles viel zu kompliziert, oder? Das Ding ist halt schwer, ne? Oh, wenn ich dann links. Das sah doch gar nicht so verkehrt aus. Muss es ja nur so ein bisschen getrickst da reinbuxieren. Ja, der. Okay, der haut halt komplett ab. Die Fläche scheint mir zu rutschig zu sein. Okay, neuer Versuch. Ja. Ist wieder nicht hoch genug, ne? Das reicht halt nicht. Man! Das sieht gut aus. Ja. Nicht schlagen. Springen. Okay, wir sind oben. So. Ich muss nur da hochkommen. Mehr muss ich gar nicht. Jetzt, wenn ich es schaffe, dass wir das ein bisschen... Scheiße. Dass das ein bisschen schiefer ist, wollte ich sagen. Okay, dann machen wir das erst schiefer. Nein. Das haut nicht so ganz hin, wie ich das wollte. Ja, das wird nicht so schief, wie ich das wollte. Aber es ist okay. Es sollte hinzukriegen sein. Mein Gott, ey. Ich stelle mich an. Ach, komm. Nein, bleib doch so stehen. Nein! Muss doch leichter gehen, sag mal. Oh, warte mal, ich bin ja blöd. Ich bin ja komplett blöd. Ich kann doch einfach...
Ich kann doch einfach den hier machen. Also hier hoch ist nicht das Problem. Ups. So. Den brauche ich halt zum Klettern. Das ist halt der Punkt. Na, oh mein Gott, ich raste aus. Okay, pass auf. Ich schieb den jetzt mal hier hoch. Wenn ich den jetzt mit dem verknüpfe. Hallo. Schmilzt er dann weg? Nein. Ja, okay, dann haben wir es jetzt. Dann haben wir es jetzt, weil jetzt ist Feierabend. So, pass auf, jetzt mache ich Folgendes. Okay, so geht es nicht ganz, wie ich das wollte. Pass auf, doch, das geht so, wie ich wollte. So, zu grob zumindest. Ah, ich komme aber hier nicht hoch. Ah, ich komme hier nicht hoch. Ah, die kann ich schieben. So, aber ich kann jetzt Folgendes machen. Ich kann den hier runter... Ich weiß halt nicht, wofür ich die ganzen Sachen brauche. Es fühlt sich halt nicht richtig an, was ich mache. Oh! Warte mal. Kann ich? Nee, wahrscheinlich nicht. Egal, wir gehen jetzt erstmal wieder hoch. Ich habe das Gefühl, ich mache hier komplett Quatsch, aber ist egal. So, zack. Jetzt kann ich hier hochklettern. So. Jetzt wollte ich aber... Ja, das kann ich nicht. Doch, das kann ich. Ich löse den wieder. Ja, wir haben's. Das ist safe nicht so gedacht, aber das ist mir egal. Ich wende jetzt einfach meine Lieblingstaktik an. So. Zeitumkehr immer beste Lösung. Zeitumkehr immer beste Lösung, wenn man zu dumm ist, alles anders zu machen. Das war safe nicht der gedachte Weg, weil ich habe die Holzkiste überhaupt nicht benutzt. Ist mir so egal. Keine Ahnung, was die von mir wollten. Keine Ahnung. Mein Gott. Ja, und die Stunde ist schon wieder fast voll. Ach, es ist zum Kotzen. Okay. Gut. Oder auch nicht. Ach, mein Gott, echt. So. Dann bedanke ich mich an der Stelle jetzt erstmal fürs Zuschauen und sage Tschüss.